Hallo Freunde, schön, ihr so schon Smartphone Kunst. Ich grüße euch. Escobar did it again. Ja, sie haben es wieder getan. Escobar Inc. Federführend. Roberto Escobar, also der Bruder vom berüchtigten Pablo Escobar. Verdammt, der Akkus alle. Aber immerhin, einer läuft noch, okay. Es geht also heute wieder um Escobar, Escobar Inc. Für diejenigen, die nicht wissen, was genau gemeint ist. Hier mal mein Escobar Ford auf den Tisch gestellt, ein Telefon, das ich immer noch habe. Nach, ich glaube, es ist jetzt mein dritter oder vierter Anlauf, es bei eBay zu verkaufen. Nur Spaßbieter bisher, ist echt schlimm. Wir wissen alle, es handelt sich eigentlich um ein Samsung Galaxy Ford, welches halt von Escobar deutlich unter dem Preis verkauft wurde. Genauer gesagt, in meinem Falle 360 Euro. Es gab zwei verschiedene Versionen, die es eigentlich nicht gibt und auch nie gab, denn es wurde immer die gleiche ausgeliefert. Wenn ausgeliefert wurde, das war in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall. Und wie sich herausgestellt hat, waren nur YouTuber davon betroffen, von einer Lieferung. Ich bin ja ein YouTuber. Und deshalb habe ich es bekommen. Wie ihr schon sehen könnt, das ist jetzt alles ein bisschen vorgeschichtlich. Für diejenigen, die jetzt halt neu dazugekommen sind, die jetzt irgendwie über die Medien auf das Angebot aufmerksam geworden sind. Es handelte sich um ein umgelabeltes Samsung Galaxy Fold, das eben von Escobar bzw. Escobar Inc. als Escobar Fold vertrieben wurde. Es gab erst ein erstes Modell, das war ein umgelabeltes FlexPay oder FlexPay und das hieß halt Escobar Fold 1. Und dann gab es eben das Escobar Fold 2, ein umgelabeltes Samsung Galaxy Fold. Das Fold 1 wurde schon nicht ausgeliefert, das Fold 2 wurde auch nicht ausgeliefert und jetzt gibt es ein ganz neues Angebot und zwar das Escobar Gold 11 Pro. Es ist ein umgelabeltes, ja, Hand ist schon, iPhone 11 Pro. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Erstmal hat Escobar das Angebot, das Fold 2, rausgenommen aus dem Shop. Es gibt im Moment noch einen einzigen Artikel im Shop und das ist eben das Escobar Gold 11 Pro. Klingt irgendwie unseriös. Ist es auch. Warum? Naja, auch wieder wegen dem Preis. 499 Euro soll es kosten. Wir wissen, es ist deutlich unter dem Preis und wir wissen auch, dass es Apple mit Sicherheit nicht nötig hat, hier irgendwelche Überhänge günstig an Escobar zu verhökern. Oder, was weiß ich, B-Ware oder Rückläufer und solche Einheiten. Zumal es sich hier nicht um ein ganz normales, reguläres iPhone 11 Pro handelt. Nein, wir bekommen für $499 bekommen wir ein iPhone 11 Pro mit 256 GB Festspeicher und 24-karatigen Gold auf der Rückseite. Also gold-plated. Also die Rückseite ist sozusagen komplett vergoldet. Mit 24-karatigen Gold. Und das alles für $499. Ist ein limitiertes Angebot. Ach, da ist sogar diesmal ein durchgestrichener Preis. 1149. Nur eben $499. Versandkostenfrei. Oh ja. Custom 24K gold-plated iPhone 11 Pro 256 GB Limited Edition. 2000 Stück gibt es maximal. 1833 sind es jetzt. Ich habe nur gar nicht ausprobiert, ob man eigentlich auch davon 100 Millionen bestellen kann. Oh, bitte wählen Sie einen Wert, der nicht größer ist als 10. Man kann maximal 10 Geräte auf einmal bestellen. Sollte man natürlich nicht tun. Warum? Ich habe mein Gerät geliefert bekommen. Das ist jetzt groß zu tracken, natürlich totaler Schwachsinn. Aber ich habe ja immer noch gespeicherte Daten anderer Käufer, die mir das entweder zugeschickt haben, ihre Zugangsdaten fürs Tracking oder die das irgendwie bei YouTube veröffentlicht haben. Da habe ich mir mal zwei Käufe aus dem Februar nochmal angeschaut. Und dann haben wir ja drei Stufen. Ja, wir haben erstmal Bestellung aufgegeben, dann halt in Produktion, also nach der Bezahlung und danach verschickt. Und bei den meisten hing das dann immer bei in Produktion fest. In der Bestellung. Und da blieb es auch. Und es änderte sich nicht. Es änderte sich in der Regel nur bei YouTubern. Das heißt, entweder wenn die rausbekommen haben, dass YouTuber sind, oder aber wenn YouTuber direkt Geräte angefragt haben und bestellt haben. Teilweise wurden dann auch die Geräte ganz ohne Bestellung und ohne Bezahlung einfach mal random an große YouTuber verschickt. Weltweit haben YouTuber solche Geräte bekommen. Das heißt, in verschiedenen Sprachen wurde halt das Escobar Fold eben vorgestellt. Man kann jetzt gespannt sein, wie sich das dann jetzt bei dem iPhone 11 verhält. Ob die das dann auch wieder an YouTubern schicken oder ob die das halt nur an YouTuber schicken, die es verschickt haben. Ach Quatsch, die es bestellt haben. Keine Ahnung. Es gibt wieder eine nackte Werbekampagne, möchte ich mal sagen. Also eigentlich ist das Prinzip genau das gleiche wie bei den Samsung Galaxy Fold. Die haben eine Webseite registriert, ripapple.com. Diese Seite verlinkt lediglich auf das Angebot direkt im Shop. Mehr ist das nicht. Da kommt sonst jetzt nicht viel mehr. Da kann man auch direkt escobarinc.com besuchen und dort das Angebot aufrufen. Ist das gleiche. Aber naja, die Botschaft ist, denke ich mal, klar.
RIP, also Rest in Peace, Apple.com. Kurz gesagt, Escobar hat hier auch wieder offiziell Apple den Kampf angesagt, nachdem sie ja schon ganz erfolgreich Samsung vernichtet haben. Ich muss übrigens sagen, dass ich bis heute kein Statement von Samsung gefunden habe zu diesem Angebot. Ich habe mehrfach Samsung geschrieben, so an verschiedene Pressestellen, und habe da keine Antwort erhalten. Ich habe auch Nachricht bekommen von den ein oder anderen Zuschauer, das auch versucht hat, mit Samsung Kontakt aufzunehmen. Wie dem auch sei, keine Nachricht in Bezug auf die Gewährleistung. Ja, da habe ich Antwort bekommen vom Samsung Kundenservice. Ich habe ja ein koreanisches Gerät und habe deshalb auch nur in Korea Gewährleistung. Das ist also kein Thema. In Deutschland leider nicht. Ist halt ein koreanisches Gerät. Und die haben also Samsung Deutschland hat mit Samsung Korea. Das ist zufällige Namensgleichheit. Die haben nichts miteinander zu tun. Ich mache noch Spaß. Der Punkt ist, die hatten damals RIP-Samsung.com, hatten die sich registrieren lassen und hatten in einem Werbeclip dann halt ein Samsung Galaxy Fold mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Ausgeführt im Übrigen durch sehr, sehr spärlich bekleidete Frauen. Man kann aber festhalten, was an Textil mangelte, wurde durch Silikon ausgeglichen. Jetzt die Werbeclips auch sehr aggressiv gestaltet. Diesmal gibt es mehrere verschiedene Versionen, wie ein iPhone in dem Falle zerstört wird. Weil vorher war es mit dem Vorschlaghammer ja geradezu monoton und einfallslos. Und jetzt haben sie das gegrillt, getoastet und was haben sie noch gemacht? Ich hab's nicht im Kopf. Ich blende euch das alles so ein bisschen ein und verlinke euch natürlich sowieso alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Aber es ist wieder sehr polarisierend, ist wieder sehr aggressiv. Und wir wissen natürlich alle, dass Escobar da niemanden vernichten wird, weil Escobar ungelabelte iPhones anbietet. Also wenn jetzt tatsächlich Escobar Apple vernichten würde, hätte Escobar nichts mehr zum Verkaufen. Das ist letztendlich natürlich alles nur Quatsch. Das ist im Großen und Ganzen ein riesen Marketing-Gag, um auf das Angebot aufmerksam zu machen. Die ganzen halbnackten Frauen, die Werbeclips an sich, die sind wie immer gut gemacht. Ich krieg dann immer Hunger, wenn ich mir da Frauen anschaue, die offensichtlich schon länger nicht mehr gegessen haben. Aber auch mal an der Stelle, also bin ich da komisch, aber ich finde das immer überhaupt so gar nicht sexy. Aber wahrscheinlich bin ich komisch, aber die treffen meinen Geschmack überhaupt gar nicht. Abgesehen davon, dass es übelst übertrieben ist und naja. Aber das ist natürlich auch irgendwo, natürlich den Zweck, wie gesagt, es geht einfach nur voll um Aufmerksamkeit in dieser ganzen Kampagne. Es sind mehrere Videos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Videos. Der moralische Rundumschlag darf natürlich nicht fehlen. Ich habe mehrere Videos dazu gemacht. Ich habe das alles aufgearbeitet, von verschiedensten Seiten beleuchtet und ich habe auch viel Content von Zuschauern mitverarbeitet. Da war auch ein Italiener, der mal sehr hilfreich war und sehr viel geliefert hat. Es handelt sich hierbei wieder mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit um eine Fake-Aktion. Das heißt, ihr könnt das kaufen, ihr könnt es bezahlen. Jetzt im Übrigen ein Partner dazugekommen, Western Union. Weiterhin ist auch Kryptowährung möglich und natürlich die Überweisung. Wohin aktuell? Weiß keiner, es ändert sich aller Nase lang. Mal war es USA, mal war es Schweden gewesen. Ich glaube, da war es auch mal in Russland. Echt krass. Was die jetzt so alles durchhaben, wie viele Partner da schon abgesprungen sind. Und dann war doch dieser, war es nicht, nee, wer war es gewesen? Gut, ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich will jetzt nicht alles nochmal aufarbeiten. Es gibt einen Artikel auf meiner Webseite, der alles zusammenfasst. Den kann ich euch nochmal verlinken. Die gesamte Geschichte rund um Escobar, rund um diesen Ford und den Ford 1 natürlich. Und es gibt ja auch meine Update-Videos, die dazu gemacht habe. Das heißt, wer wirklich alles wissen möchte, der kann sich das nochmal anschauen. Also zumindest so die letzten 10. Was da alles vorgefallen ist, das ist natürlich zu krass. Und jetzt kommen die tatsächlich mit exakt der gleichen Nummer und versuchen hier, wie gesagt, auf 2000 Stück limitiert, eben das vergoldete iPhone 11 zu verkaufen. Und werden es natürlich wieder, höchstwahrscheinlich, wieder nicht ausliefern. Aktuell, also Stand heute, Stand Mittwoch, Stand 27.05. um 13.07 Uhr, sind 1833 Stück noch verfügbar. Geht nicht so schnell weg, wie erwartet. Also wie ich es erwartet hätte, weil wir sind uns darüber im Klaren. Ne? Das Gerät ist fast 1000 Euro günstiger und dann auch noch zusätzlich vergoldet. Ja, da denkt man natürlich an das Superschnäppchen des Jahrhunderts. Da kann man maximal 10 Stück auf einen Schlag bestellen. Das heißt, die bestellt man sich und dann verkauft man die dann fürs Doppelte, mindestens eigentlich eher fürs Dreifache auf eBay, macht einen riesen Schnitt. Ja, so leicht ist es natürlich nicht. Ihr würdet in dem Fall einfach nur 5000 Euro dann irgendwo hinüberweisen. Und das war's. Weg ist das Geld. Ja, aber offensichtlich hat jetzt bereits Escobar einen dermaßen schlechten Ruf, dass die Geräte vergleichsweise langsam weggehen, weil so ein Angebot wäre normalerweise innerhalb von wenigen Stunden, wenn nicht gar innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Die verkaufen ja weltweit, die verschicken ja, ich habe meins ja auch bekommen. So, was ist mir noch aufgefallen? Ich habe mich ja ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt verschiedene Produktbilder. Ich blende euch da mal eins ein. Und also für mich sieht das auf dem Produktbild aus, als hätten die einfach mal eine Folie hinten drauf geklebt. Aber was mir halt bei der Recherche auch noch aufgefallen ist, gibt nicht viel Informationen darüber, aber zumindest ist mir dieser Schriftzug aufgefallen, der dann drauf ist. Das ist auf dem Kopf, ne? Das 24 Karat, Gold, Luxury, bla bla bla. Das habe ich ein bisschen recherchiert und habe einen Beitrag auf Facebook gefunden, wo Dubai Mall das als Phone Case anbietet.
Und da haben wir das gleiche Logo unten, dieses diamantförmige Logo und der Apfel und eben genau die Schriftzüge originalen. Es ist eben eine vergoldete Rückseite. Also wir, mit dem Unterschied, dass auf den Bildern von Escobar dann halt noch dieses Logo von Escobar mit draufgestanzt wurde. Also es wäre jetzt zu vermuten, weil das Gerät ist natürlich noch kein Review oder sowas. Mal schauen, ob die noch kommen werden. Wäre es bisher zu vermuten, das ist ein iPhone mit einem Case, ja, mit einem vergoldeten Case, mehr nicht im Großen und Ganzen. Also jetzt keins, was einen speziellen umgebaut wurde von Juwelier, weil das gibt es ja auch individuelle Angebote von Juweliere, die dann wirklich das Gerät sozusagen mit Gold aufwerten. Kostet aber unfassbar viel. Also das ist, naja, nicht umsonst ein Angebot von Juwelier. Ihr könnt euch vielleicht noch an Hang erinnern. Ich habe ja eigentlich auch mal gesagt, kein Video ohne Hang. Habe ich ja sträflichst vernachlässigt. Deshalb heute kommt mal Hang wieder zur Sprache. Der hat ja, der ist weit gekommen. Im Gegensatz zu einigen meiner Zuschauer ist der wirklich weit gekommen. Bei ihm nämlich wurde das Buch geliefert. Escobar hatte ja die ersten Besteller irgendwie mit einem Buch erstmal beglückt. Das Leben von Roberto Escobar, ja, super nice. Das ist ja das, was man erwartet, wenn man ein Telefon bestellt. Und dann in der zweiten Sendung eben haben einige wenige YouTuber dann das Telefon bekommen. Und ich habe das Buch gar nicht gekriegt, ich habe nur das Telefon bekommen. Und Hang hat das Buch bekommen und die zweite Sendung wurde angekündigt. Die wurde angekündigt, kurz gesagt, Escobar hatte das bei PostNord in Auftrag gegeben. Aber, das habe ich ja heute nochmal nachgeprüft, das Paket wurde bei PostNord nicht abgegeben. PostNord ist so ein Versanddienstleister aus Schweden. Und ärgerlich für Hang. Und damit ist er aber weit gekommen, weil die anderen beiden Bestellungen, die ich eben noch tracken kann, da ist der Balken oben, dieser dreigeteilte Balken, also Zahlung erhalten und in Produktion und verschickt, der ist grau. Der war vorher, weil da stand der ja bei Produktion immer fest, ja. So, Fortschrittsbalken bei Produktion ist der komplett grau. Echt krass. Man muss realistisch sein. Diese zwei Bestellungen, die ich tracken kann, sind aus dem Februar. Wir haben Ende Mai. Ich würde nicht mehr mit Auslieferungen rechnen. Und die Moral aus der Geschichte: Kaufe dieses iPhone nicht, denn auch dies ist ein Fake-Angebot. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Welches sich aber vermutlich dann auch abverkaufen wird. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Escobar tatsächlich hier keine Vorführgeräte an YouTuber verschicken wird, damit das ganze Angebot einfach ein bisschen seriöser ausschaut, wird Escobar, wenn die das ausverkaufen, $800.000 damit einnehmen. Mit einer Website, ein paar Werbeclips. Ich denke mal, die Ausgaben dafür sind überschaubar. Es gab ja eine Klage in den USA, die angestrengt wurde von geprellten Käufern. Ich gehe mal davon aus, dass die bisher nicht sehr erfolgreich war. Sonst würde es wohl das Angebot nicht geben. Ich bin YouTuber, ich bin Technik-YouTuber und ich bin natürlich sehr daran interessiert. Und ich würde es mir auch gerne wieder bestellen. Ich weiß, dass es jetzt auch kommt. Maschus, du hast ja das V2 bestellt, da 360 € habe ich dafür verblasen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich auch mit den Gedanken gespielt, dass ich da nie etwas geliefert bekomme. Aber zu dem Zeitpunkt, das war halt Ende Dezember, ne, da war das halt auch alles möglich gewesen. Ich würde es gern, aber $500 kann ich nicht. Geht im Moment einfach nicht klar. Falls einer von euch, also gleich mal vorweg, bestellt das nicht. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein. Ich klingelt alles. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn jemand jetzt das Gerät bestellt und dann halt das Geld verbläst und vielleicht Student, Azubi oder irgendwas, dann kann es sich eigentlich gar nicht leisten. Daher, bitte macht es nicht. Es ist wirklich aller Erfahrung nach, ist das wirklich einfach nur der Versuch, hier 800.000 eben mal schnell abzugreifen. Deshalb auch ein limitiertes Angebot, damit die 2.000 Einheiten so schnell wie möglich weggehen. Falls einer wirklich sagt, ey, ich habe das Geld übrig, mir ist das total egal, dann versorgt mich bitte mit Informationen. Es gibt im Forum auch ein extra Topic dafür, das habe ich extra mal für Escobar halt geöffnet, dass Zuschauer, die das Gerät halt bestellt hatten, ein bisschen Erfahrungen austauschen können. Das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten moschus@ymail.com. Wenn ihr irgendwelche Informationen habt, wenn ihr vielleicht schon bestellt habt oder vorhabt zu bestellen, könnt ihr mich gerne auf den Laufenden halten, ob Escobar hier tatsächlich was ausliefert. Wie schon erwähnt, die Chance allerdings ist extrem gering. Also falls es wirklich einer macht, das sage ich jetzt nur, weil ich ganz genau weiß, dass es Leute gibt, die machen das dann halt trotzdem, entgegen aller Warnungen, aber gerade wenn man wirklich, wenn einem das jetzt finanziell egal ist, bitte, jeder ist natürlich, hat die Freiheit zu tun zu lassen, was er möchte, nur ausschließlich in diesem Falle, könnt ihr mich gerne mit Informationen versorgen, die teile ich dann wiederum mit meinen Zuschauern und ich habe Nachrichten bekommen, das ziehe ich mich erstmal rein, ihr müsst lang warten. Julian hat mir das im Übrigen geschrieben. Ein sehr, sehr, sehr junger Mann, der eine eigene Firma gegründet hat und einen Computer veröffentlichen möchte. Und ja, der hat mir das gestern geschrieben, eben wegen den iPhone von Escobar. Danke dafür. Und dann kann Sebastian, der hat nämlich zuletzt gespendet. Erst 5 €, hat auch einen Text vergessen. Dann hat er noch 1 € hergespendet und schreibt, gerade vergessen zu schreiben. Hallo Freund, ironischer PayPal-Kunst, ich grüße dich. Grüße, Sepp. Wahrscheinlich die Abkürzung für Sebastian. Danke. Für die Unterstützung, Sebastian. Sehr nett. Das
mit den ganzen Spenden, ja, weil zurzeit ist es auch nicht einfach. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen. Die Videos, unglaublich sexistisch. Also seid darauf vorbereitet. Ist wirklich sehr oberflächlich, wie immer. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich neue Informationen bekomme, werde ich die natürlich mit euch teilen. Bis dahin könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Allgemein für Technik. Außerdem könnt ihr dann immer meinen kleinen Pixel-Art-Rahmen im Hintergrund betrachten. Den muss ich mal wieder ein bisschen mit neuen, ich weiß. Ihr wartet ja darauf. Brauche ich mir neue Bilderchen. Ah, mein Zeitkanal, auf jeden Fall. Da haben wir letzte Woche, Samin und ich, die wunderbare, wunderschön anzuschauende Samin und ich, haben ein neues Rätsel geöffnet. Also sie hat es geöffnet, ich habe einfach nur so ein bisschen irgendwelchen Blödsinn erzählt. War ganz fantastisch. Was habe ich noch gemacht? Ich habe am Montag jetzt noch ein sehr günstiges Vorhängeschloss auf Sicherheit getestet. Ich habe es geöffnet. Das nennt sich Lockpicking. Das gewaltfreie Öffnen von Schlössern. Das, was halt auch zum Beispiel Schlüsseldienste so machen. Findet ihr auch auf meinem Zweitkanal. Und den Zweitkanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oh, ich habe ein Gewinnspiel aufgelöst. Da hat einer gewonnen. Außerdem wird es ein fantastisches neues Gewinnspiel geben. Ich habe eine Zusammenarbeit mit Realme. Realme, Oppo. Ne? Und da habe ich jetzt ein Telefon bekommen. Und das darf ich verlosen. Das war im Übrigen auch meine Bedingung gewesen. Die haben gesagt, hier nur Testgeräte testen, zurückschicken. Und dann, irgendwas muss doch rausspringen für mich und auf meine Community. Und dann hat er gesagt, machen wir mal ein Gewinnspiel. Wir stellen dir das Gerät und du kannst es verschenken. Wird demnächst kommen, aber erstmal verschicke ich noch das Tablet. Also der Gewinner möge sich noch melden. Wie gesagt, findet ihr dann alles im Forum. Und in der Videobeschreibung gibt es auch noch eine Verlinkung dann zum Forum bzw. zu den Giveaways. Und im Forum könnt ihr miteinander diskutieren. Ihr könnt da eure Erfahrungen über Escobar gerne teilen. Wie gesagt, verlinke ich extra mal im Speziellen das Forum für Escobar. Mein Zweitkanal Mosch, wie gesagt, gibt es da auch. Instagram habe ich auch noch. Ja, den ganzen Quatsch halt. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Kommentieren, liken und so. Und naja, es reicht.